Was ich mit euch in diesem Video nochmal richtig durchkauen will, ist die Idee, dass wir, wenn wir einen Bruch haben, wenn wir den Zähler und den Nenner nun jetzt mit einer bestimmten Faktor multiplizieren, dann haben wir einen äquivalenten Bruch. Denkt mal nochmal drüber nach. Nehmen wir mal an, wir haben hier 4 Sechstel und jetzt multiplizieren wir den Nenner mal 2. Sage ich jetzt, wenn wir den Zähler jetzt auch mal 2 nehmen, bekommen wir einen äquivalenten Bruch. Hier ist der Nenner ja 6, also mal 2 ergibt 12 und der Zähler ist 4 und mal 2 ergibt 8. Und jetzt sage ich, dass 8 Zwölftel das gleiche wie 4 Sechstel ist. Und das möchte ich euch mal visuell darstellen und deswegen kopiere ich mal diese Grafik hier. Und statt 6 gleiche Sektionen haben wir jetzt 12 Sektionen. Das heißt, jede von den 6 können wir jetzt einfach nochmal teilen. Und das ist das gleiche wie mal Multiplikation mal 2. Jetzt habe ich also doppelt so viele gleiche Sektionen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wie viele sind jetzt in Gelb gefärbt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Zwölftel. Und es ist wirklich gar keine Zauberei. Wenn ich doppelt so viele Sektionen habe, dann nehme ich, verdopple ich einfach auch die Anzahl der Gefärbten und insgesamt bleibt es dann gleich. Und das geht übrigens nicht nur mit der Multiplikation, das geht auch mit der Division. Ich kann also in Zähler und Nenner auch mit der gleichen Zahl dividieren und damit bekomme ich auch einen äquivalenten Bruch. Jetzt teilen wir einfach mal durch 2. Wir teilen durch 2 und jetzt habe ich die Hälfte der äquivalenten Sektionen, der gleichen Sektionen, also 3. Und ich sage jetzt, wenn ich das gleiche im Zähler mache, dann gibt es am Ende den gleichen äquivalenten Bruch. 4 geteilt durch 2 ergibt 2. Und ich sage jetzt, dass 2 Drittel das gleiche wie 4 Sechstel oder 8 Zwölftel ist. Das visualisieren wir jetzt wieder. Hier haben wir wieder die gleichen 6 Sektionen. Jetzt wollen wir die aber teilen in nur noch 3. Das heißt, ich verbinde jetzt einfach die Sektionen miteinander. Diese und diese. Und die dritte verbinde ich auch noch miteinander. Jetzt habe ich hier 3 Sektionen nur noch. 1, 2, 3. Wir haben insgesamt noch die gleiche Menge, aber jetzt sage ich, habe ich nur noch 3 Sektionen. Und 2 sind schon gelb gefärbt und insgesamt bleibt es das gleiche. Wenn ich also einen Bruch habe und wenn ich den Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl multipliziere, bekomme ich den äquivalenten Bruch. Wenn ich ihn durch den gleichen Faktor teile, bekomme ich auch die gleiche Fraktion. Und wenn wir das jetzt wirklich kapiert haben, können wir auch etwas schwierigere Brüche machen. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch schwierigere Aufgaben rechnen. Sagen wir mal, ich habe hier 5 geteilt durch 25 und ich will das jetzt als irgendeinen anderen Wert, sagen wir mal t, geteilt durch 100 ausdrücken. Was wäre jetzt t? Nun, okay, wir sehen jetzt den Nenner. Wenn ich von 25 auf 100 komme, muss ich mal 4 rechnen. Und jetzt muss ich auch den Zähler mit 4 multiplizieren. Und also ist t wert damit 20. T ist gleich 20. 5 geteilt durch 25 ist das gleiche wie 20 geteilt durch 100. 20 geteilt durch 100. Und jetzt will ich zum Beispiel auch mal wissen, wenn jetzt einer hergeht und sagt, 5 25stel ist Fragezeichen geteilt durch 5. Und obwohl, nee, machen wir es mal lieber andersherum. Sagen wir mal, ist gleich 1 geteilt durch Fragezeichen. Jetzt gehen wir her, na gut, jetzt sagen, wie komme ich von 5 zu 1? Ich muss doch 5 teilen. Wenn ich 5 durch 5 teile, kommt 1 raus. Und genauso muss ich jetzt den Nenner auch durch 5 teilen. Ich teile den Nenner durch 5, 25 geteilt durch 5, ergibt genau 5. Ich bekomme genau 5. Das sind alles äquivalente Brüche. 1 Fünftel, 5 Fünfundzwanzigstel und 20 Einhundertstel ist alles ein und das gleiche.